YouTube. Willkommen zu einem neuen verstörenden Indie-Horror-Game. Und diesmal ist verstörend nicht nur irgendwie so ein Satz von mir, sondern dieses Spiel hier hat wirklich einen sehr, sehr verstörenden Vibe. Fractured Mind, kostenlos auf itch.io, ist ein Loop-Spiel. Loop-Spiele sind ja derzeit wieder super beliebt. Wir laufen hier durch einen Zugabschnitt und es passieren halt diverse Ereignisse und so kommt man eben voran. Ähnlich wie Project 13, was wir ja zuletzt gespielt haben, was ja auch ein Loop-Spiel war, nur diesmal eben in einem Zug. Vielleicht kommt danach noch ein weiteres Spiel, mal schauen, wie lange das hier geht. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten und ganz wichtig kommentieren mit Hashtag LoopTrain oder TrainLoop. Was wäre richtig? Naja, ihr wisst es. Ihr seid die Schlauen. Ich bin der Mann, der hier ein bisschen Blödsinn im Internet erzählt. Wow, ich bekomme direkt eine Knarre. Was bin ich? Bin ich ein Beamter, Polizist oder einfach nur ein komplett Wahnsinniger? Always remember. Ich soll auf die kleinen Details achten. Ja, das ist in so Spielen natürlich Pflicht und dann wird man super paranoid, weil man sich dauernd die Frage stellt, Moment mal, der Knopf da drüben, der war doch nicht schon immer da, oder? Der ist doch neu. Ich brauche 5 Notizen für ein Padlock. Die sind versteckt irgendwo im Spiel. Und ich muss den Körper vervollständigen, bevor ich das Ende erreichen kann. Und ganz, ganz wichtig, durchbrich niemals die vierte Wand. Was steht hier? Verschwende nicht deine Munition. Du brauchst sie möglicherweise später. Wer weiß schon, was nach dir kommt. Diese Nummerierung ist sehr verwirrend, was? Da gibt es aber trotzdem irgendwie auch nichts, was man abschießen muss. Also kann man sich die Kugeln auch sparen, ne? Okay, wir sind in Abteil 8805. Merken. Wichtig, eventuell vielleicht. Und was hat sich verändert? Ich weiß nicht. Alles, vieles, nichts. Das ist eh jetzt so das neue Ding, ne? Man hält seine Knarre vor sich. Man muss die komplette Hand sehen. Am besten auch noch ein bisschen Arm. Alles wirkt so ein bisschen wackelig, nervös. Der Spieler zittert. Die Waffe wird leicht schräg angewinkelt. Dabei fotorealistische Grafik. Wenn du jetzt irgendwie hier jemanden niederballerst, sieht's aus wie echt. Das ist eben... Ja, ist schon geil. Vielleicht die Werbung da oben? Auch die Werbung ist irgendwie merkwürdig, oder? Bullseye Casino. Gewinner spielen hier. Gewinner schauen Kies. Moment mal, hier ist so ein kleiner Würfel. Hat der was zu bedeuten? Ich meine, da war ja so ein Puzzle auf diesem Plakat. Und vielleicht muss man irgendwie... Ich meine, Body kann ja alles sein. Es muss ja kein Körper im Sinne von einem menschlichen Körper sein, sondern es könnte ja auch... Ja, irgendwie ein Puzzlewürfel sein oder sowas. Hier ist auch niemand, ne? Niemand ist hier. Sprinten kann ich nicht, aber ich drücke trotzdem permanent die Sprint-Taste. Steht hier irgendwas? Verspätung. Ah, Deutsche Bahn. Okay. Und wir werden einen Emergency-Stop machen. Vielleicht muss ich ja irgendwo die Bremse bedienen. Gibt es hier irgendwo eine Notbremse, die wir ziehen können? Ich soll Rumänien besuchen. Das Spiel suggeriert mir immer wieder, besuch doch mal Rumänien, wenn du Zeit hast. Hier ist immer noch der Würfel. Wir sind immer noch in 8805. Aber wir bewegen uns nicht vorwärts. Nee. Verdammt, wir bewegen uns nicht vorwärts. Wir landen immer wieder hier. Warte, das Poster, ist das neu? Mental Health. Die Geräusche sind anders, oder? Es hat eben sich so ganz kurz angehört, als würde der Zug langsamer werden. Jetzt gibt er wieder Gas.
Mein Gefühl sagt mir, wir müssen noch ein bisschen geradeaus steppen. Ha, die Poster hier sind alle gleich. Vielleicht liegt irgendwas auf den Sitzen rum. Was steht denn hier drauf? Einige werden sagen, deinen besten Freund jeden Tag anzurufen ist verrückt. Ich hab nicht mal einen besten Freund, den ich anrufen kann. Das ist verrückt. Das ist immer wieder hier exakt. Ist das hier neu? Rauchverbot? Nee. Oh, wow. Das ist neu. Okay. Wie es scheint, fahren wir nicht mehr. Wir sind stehen geblieben. Das Poster ist weg. Hey, ich wollte doch meinen besten Freund anrufen. Hallo? Irgendjemand hier? Das war eben gerade weg. Will man mir sagen, dass ich verrückt bin? Hier ist immer noch der kleine Würfel und immer noch Werbung für Rumänien. We interrupt this program with breaking news. Breaking news? A man has reportedly killed his wife. In the quiet suburbs of... Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange coming from their house as this has never happened before. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard echoing through the otherwise quiet night. The police were unable to subdue the husband, so they were forced to open fire. Officers present on the scene have told us that the perpetrator was not responding to their calls to drop the weapon, as he appeared in a trance-like state. The victim, 25-year-old Emily, was described as being happy, outgoing, and full of life. Her husband, 28-year-old Michael, was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. This horrible tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always appeared as a cheerful and in-love couple. The motive behind this seemingly strange murder is still under investigation, but the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden surge of uncontrollable anger? Or was it the culmination of a long and simmering mental... We interrupt this program with breaking news. Okay, es wiederholt sich. Ein Mann hat seine Frau erschossen, hat nicht darauf reagiert, dass die Polizei gesagt hat, yo, lassen Sie die Waffe fallen, wurde dann erschossen. Die Frau war 25, er war 28, sie waren beide wohl glücklich, sind nicht negativ aufgefallen mit irgendwas. Der Grund ist unbekannt, aber man geht irgendwie von psychologischen Problemen aus. Naja, das ist... ja, das ist einfache Erklärung, ne? Und was hat ihm gefehlt? Warum hat er das gemacht? Psychologische Probleme? Vielleicht? Wirklich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Michael, Name unbekannt. Was steht denn hier? Ist das neu? Umziehen. Dafür gibt's Lagerhallen. But the police have confirmed a single gunshot wound to the chest was the cause of Emily's demise. Okay, es war eine einzige Kugel. Das ist neu, das ist neu. Was ist das hier? Bist du wahnsinnig? Und eine Telefonnummer. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. What? Das ist auch neu. Oh, das ist eine der Notizen. E.
Das ist doch ein E, oder? Oder eine 3? Nee, eine 3 wäre andersrum. Andererseits, wenn ich es jetzt so drehe, ist es eine 3. Suchen wir Zahlen oder Buchstaben? Ha. Huh. Eine 3. Oder eventuell ein E. Wir sind uns noch unsicher. Alter, die Decke ist voller Blut. Seit wann? Ist die Decke voller Blut? What? Guck mal, ich bekomme Werbung für Umzug. Das war nicht... Doch, hier oben ist es noch. Nee. Ich bekomme Werbung für... Die Decke ist nicht mehr voller Blut. Für einen Umzug? Und mir wird dauernd vorgeschlagen, ey. Wie wär's mit Rumänien? Die Notiz ist weg. 3 oder E. Man muss sich sowas merken, ha? Huh? Die Durchsage ist weg. Okay, und dafür haben wir aber mehr Blut. Deutlich mehr Blut. Licht flackert, das ist auf jeden Fall neu. Die Notiz ist wieder da. Das Poster hat sich auch verändert. Erneut. Ha. Huh. Aber immer noch derselbe Buchstabenzahl gedöns. Die Decke ist wieder blutig. Nicht vergessen, es gibt nichts, worauf wir ballern müssen. Und wir können nicht unseren besten Freund anrufen. Okay, warte mal. Der Loop ist jetzt so, dass ich irgendwie in so einem Wechsel bin aus blutiger Decke und nicht blutiger Decke, ne? Und wir stehen immer noch. Der Zug fährt nicht mehr. Die Notiz ist wieder weg. Ist es dunkler? Ist das Licht irgendwie kaputt hier? Alright, ich bin jetzt wieder da, wo die Tür blutig ist. Will mir das Licht irgendwas sagen? Ist das ein... Ich komme aber auch nicht raus. Ist das mehr Blut? Oh mein Gott, es ist mehr Blut, weil hier ist jetzt auch Blut. Mehr Blut für alle! Ey! Ist weg. Der Buchstabe ist weg. Fünf. Okay, es wird definitiv blutiger hier drin. Jetzt hat man so ein merkwürdiges... So ein Pfeifen irgendwie im Ohr. Oh, sorry. Verdrückt. Kein Wunder, dass hier alles blutig ist mit so einem Psycho wie mir. Ha. Huh. Jetzt sieht's wieder relativ normal aus. Das sind immer noch in 8805. Jetzt ist wieder alles sehr blutig. Ist hier irgendwo noch eine Notiz? Vielleicht muss ich irgendeine Notiz anfassen. Um im Loop voranzukommen. Oh, das sind Leute! What? Was steht denn da eigentlich drauf? Was ist denn das für ein Wisch? Patient Farrell. My dear. Nee, Murderer. Murderer steht da drauf. Murderer, 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 Murderer. Okay, warum seht ihr alle so extrem realistisch aus? We interrupt this program with breaking news. You are a goddamn murderer. Was? You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Bin ich Michael?
You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Okay, brüll mich nicht an. Sind glückliche Menschen. Bin ich amok gelaufen in diesem Zug hier? Jetzt mal ganz im Ernst, oder? Ich meine... Die Menschen sind gefroren. You are a goddamn murderer. 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 Er nimmt's persönlich, ne? Nimm's richtig, richtig persönlich. Ich soll doch nicht schießen. Ich soll doch meine Kugeln sparen. Warum baller ich hier rum? Wie viel Munition habe ich überhaupt? Ich weiß es nicht. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Warte, was ist das hier? Ist das neu? You are a goddamn murderer. Klebt da was drüber? You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Nee, das sind nur die Rules. Ich darf hier nicht mal Alkohol trinken. Wie soll man sowas überleben, wenn man sich nicht mal irgendwie ordentlich besaufen darf? You are a goddamn murderer. 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 Da vorne sind wieder die Leute. Dieselben Leute? Das sind dieselben Leute. Aber das E3-Ding ist verschwunden. Vielleicht muss ich dem kleinen Kind ins Gesicht schießen. Was weiß ich? Okay, es war nur ein Gedanke. Ich versuche mich in die Rolle. Es ist Method Acting. Es ist nicht leicht, wenn jemand dir die ganze Zeit sagt, dass du ein gottverdammter Mörder bist, sich zu konzentrieren. Oh, ein verliebtes Pärchen. Hat er vielleicht irgendwas in seiner Tasche drin? You are a goddamn murderer. 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 Welcher einer von denen Hinweis? You are a goddamn murderer. 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 Glückliche Menschen, bis ich irgendwie in den Zug eingestiegen bin. You are a goddamn murderer. Der wird aber auch nicht müde, ne? Das sind neue Menschen da vorne, oder? Irgendwas verändert sich. Das sieht schon heftig aus. Moment, sind das irgendwie immer wieder dieselben? You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. You are a goddamn Jeans. Murderer. Hat das was zu bedeuten? You are a goddamn murderer. You are a goddamn murderer. Okay, das sind irgendwie immer wieder dieselben Menschen jetzt hier drin. Die sich in unterschiedlichen Konstellationen präsentieren. Blut. Neue Menschen. Wow! Wow, Alter! Bin ich eben zusammengezuckt. Weißt du, gehst hier gemütlich durch deinen blutigen Zug, denkst dir nichts Böses, machst deinen Loop und auf einmal crasht irgendwas. Gegen die Zugscheibe. Irgendwas verändert? Die Frau liest ihr Buch? Ist der hier nicht neu? Die telefonierende... Alter, die sehen richtig realistisch aus, ne? Ich find's halt krass. Was machen die da? Ich find's halt krass, wie gut mittlerweile so Gratis-Indie-Games aussehen. Besser als Ubisoft-Games. Obwohl Avatar war hübsch. Okay, wer ist das? Ist das Michael? Soll das? Was hat er denn da? Ich kann mich leider... Ah doch, ich kann mich ducken. Irgendein Aufnäher. Jo, das ist irgendwie verstörend. Das ist irgendwie sehr verstörend. Da ich ja irgendwelche Zettel finden muss. Soll ich gegen das...
Ich hab keine Muni. Ah doch, ich hab Muni. Nee, ich kann das nicht kaputt schießen. Ich dachte schon, oh mein Gott, die Knarre ist schon leer. Es hätte ja sein können, dass man das irgendwie... Also bis jetzt habe ich hier noch nichts gefunden, nichts Neues. Ich verballer viel zu viel Munition. Bin sowas von am Sack wahrscheinlich. Das ist was Neues. Dear Mr. Ich schreibe Ihnen einen Brief, weil ich nicht weiß, wie ich Sie sonst kontaktieren soll. Sie haben meine Anrufe, meine E-Mails ignoriert. Selbst als ich vor Ihrer Tür stand, ignorierten Sie mich. Was ist passiert? Sie haben so einen erfolgreichen Prozess durchlaufen. Es schien, als würden die Albträume aufhören. Die Stimmen verschwanden. Du und Emily, ihr wart so verliebt. Erneut. Bitte, bitte. Kontaktieren Sie mich, sobald es möglich ist. Ich mache mir Sorgen. Liebevoll, Dr. Peter Wurstwasser. Oh Gott, was war das? Oh, oh mein... Oh mein Gott. Was war das? Der Predator? Irgendwas hat neben mir gekickert. Shit, und ich hab da, wie blöd ich bin, Munition irgendwie schon verschwendet. Alter, bin ich das? Nein, Moment, das sind unterschiedliche... Okay. Okay, ich würde gerne nochmal zurück. Kann ich nochmal zurück? Ich gehe lieber ins andere Abteil. Ihr seid mir irgendwie so ein bisschen zu... Was ist das hier für ein verstörter Kram? Alter, die bewegen sich sogar mit... Lächeln mir hier entgegen. Was ist das? Will ich das sehen? Unschuldiges Blut. Moment, bin ich wirklich in dem Zug Amok gelaufen? Wow, Gott! Wow, warum wird das auf einmal so gestört? Warum nimmt das Ganze so einen extrem widerlich gestörten Twist? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nicht, ob mir das... Tja, für die Leute, die schon abgeschaltet haben, weil am Anfang dachte man sich so, no, passiert ja nicht wirklich viel. Eine Hostage-Rescue-Operation went horribly wrong in the subways of the small town of... When the tactical team leader, Special Agent Michael, slightly misjudged the situation, leading to all 15 hostages being executed by the ruthless terrorists. Oh. Among the hostages was a 5-year-old girl who was going to visit her grandparents with her father. Oh. The investigation that ensued has concluded that Special Agent Michael was not entirely at fault. But the families of the victims have already pronounced him guilty. This terrible tragedy has left a profound impact on Agent, whom has since left the force and has been undergoing heavy therapy. The question that still haunts everyone's minds is this. Why couldn't you save them, Michael? 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 Okay, ich bin Michael und ich war anscheinend Beamter. Und die Menschen, die man da drin sieht, auch das 5 Jahre alte Mädchen, hier ist wieder nichts drauf. Die sind durch Terrorismus gestorben. Und ich habe wohl eine Fehleinschätzung gehabt. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sieht nicht bequem aus, Bruder. Ist da irgendwas in der Spiegelung? Ach, das bin ich. Ich dachte schon... Boah, das ist bitter. Das ist richtig bitter, Freunde. Ja, dann ist er in Therapie gegangen. Und es lief eigentlich auch anscheinend alles ganz gut. Bis er dann aufgehört hat mit der Therapie. Wieso auch immer. Das wissen wir noch nicht. Jetzt sind auf einmal irgendwelche... Life-free, spend-free. Die Werbung hat sich verändert, die Bilder haben sich verändert. Ach, deswegen vielleicht den besten Freund jeden Tag anrufen, so als der Psychologe, die Frau Doktor oder der Herr Doktor, der stolz darauf war, dass Michael solche immensen Fortschritte gemacht hat. Ich meine, das muss natürlich extremes Trauma auslösen. Halt die Schnauze! Vielleicht bin ich auch ausgewandert nach Rumänien, weil das ist schon sehr europäisch, das Ding hier. Bisschen russisch, so vom Stil her. Ich finde, in Russland sehen die genauso aus, die Straßenbahnen. Was ist das? Guck mal, hier sieht es aus, als würde ich schweben irgendwie, ne? Bin ich unter Wasser? Ich habe noch nicht alle Ziffern gefunden. Aber hier ist auch nichts Neues, ne? Ein Fernseher, der ist neu. Ich kann ihn ein- und ausschalten. Ist jetzt aus? Ich lasse ihn mal angeschaltet. Ich glaube, das ist... eingeschaltet, oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, der ist doch neu. Alter, was mit seinem... What the? Was zur Hölle? Oh! Was ist das für ein krankes Game? Also meinten die mit Bodyparts doch wirklich... Wirklich Bodyparts. Okay, das nehme ich anscheinend mit. Hat jemand hier vielleicht einen Arm verloren? Ich hab einen Arm. Das Ding ist zugegittert. Sind das auch 15 Leute? Ist das meine Frau? Moment mal, ich sehe die. Jetzt sieht man die Gesichter plötzlich. Oder? What? Eben gerade von drinnen habe ich gesehen, dass der Mann da vorne einen Schnurrbart hat. Hier ist ein Fernseher. Was ist das? Was zur Hölle ist das?
couldn't you save them, Michael? Why 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 couldn't you save them, Michael? Oh my God. Why couldn't you save them, Michael? 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 Guck mal, hier drin ist kein Blur-Effekt. Erst wenn man, also erst wenn man näher rangeht, blurren die weg. Ja, wenn so ein 5 Jahre altes Kind dabei ist, ist halt immer sehr, sehr tragisch. So jung, noch so viel Leben vor sich. War das schon immer so? Moment, aber hier ist ja immer noch. Leiht mir jemand seinen Kopf? Okay, ich muss wirklich jetzt noch Ersatz teilen. Was waren es? 5? Oder 4? Naja, eigentlich wären es ja 5, weil der Kopf fehlt ja auch. Why couldn't you save them, Michael? 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 Verdammt, habe ich noch genügend Munition? Ich weiß nicht, vielleicht kommt am Ende irgendwie der Wurstmann und verlangt Zoll. Fleischzoll. Why couldn't you save them, Michael? 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 Why couldn't you save them? Die wichtigen Schritte sind nicht mehr da. Hat hier irgendjemand abartige Körperteile, die er loswerden will? Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Why couldn't you save them, Michael? Wäre voll makaber, wenn man den Kopf von dem kleinen Mädchen runterreißen müsste, ne? Das wäre richtig, richtig böse. So, schauen wir mal. Du siehst relativ normal aus. Du auch. Du auch. Why couldn't you save them, Michael? 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 Why couldn't you save them? Ah, ist weg. Spiel lässt uns weitergehen. Ich hätte gerne nochmal hier die Rules, aber... You complete me. Du vervollständigst mich. Das Spiel hat halt echt eine sehr, sehr düstere Atmosphäre, finde ich. Besonders hier halt durchzulaufen. Dieses Mal ist gefühlt mehr Blut. Brauchst du das noch? Oder kann ich das mitnehmen? Ah ja. Warum basteln wir jetzt da drüben einen Menschen zusammen? Oh, warte mal, da liegt irgendwas. Nochmal so ein Gammelbein. Irgendwie die Sachen hier sind deutlich mehr Gammel. Dankeschön fürs Aufmachen, Kamerad. Wie er da noch so die Hand reinmacht. So, ich mach doch mal auf für dich. Alright. Also ein Mörder ist ja garantiert, weil er seine Frau irgendwie in seinem Wahn ermordet hat. Aus, als wäre das das Bein von einem Brandopfer. Dann nimm mal, Kumpel.
Es wird nur noch ein Kopf. Wir brauchen ja auch immer noch... Passwort. Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren. Wer möchte mir einen Kopf spenden? Hat da jemand vielleicht einen übrig? Ja, die Notizen immer angucken. Man weiß ja nicht, ob dann sich irgendwas doch verändert. Aber hier ist auch nichts markiert, wo ich jetzt sagen kann, ah, okay, das wird dann das nächste sein, der nächste Buchstabe, die nächste Ziffer. Hat hier jemand einen ungewöhnlichen Kopf? Ihr seht alle den Umständen entsprechend relativ normal aus. Ich brauche irgendeine Ziffer. Was? Wait a minute. Was? I love you, baby. Es fehlt immer noch ein Kopf. I love you, baby. Okay, komme ich hier irgendwie durch? Sollen das Därme sein oder der Hackfleisch-Express? Rohes Hack. Ich habe immer noch nicht den Kopf gefunden. I love you, baby. Tja, so hübsch. Erschossen. Oh Gott! Oh, what? Sind das Augen? Was ist das? Ne, ist meine Knarre. Ich sehe nichts. Haben wir eine Taschenlampe? Okay, wir haben eine Taschenlampe. Okay, jetzt wird's echt ein bisschen... Ist echt ein bisschen unangenehm. Moment, wir laufen falsch rum irgendwie, ne? Ja, hier lang. Meine Freunde. Jetzt find hier mal einen Kopf, ne? Was war das denn? Viele der Sitze sind jetzt auch komplett zerdrückt. Davor waren sie nur verschoben, jetzt sind sie richtig... Richtig zerdrückt. Wann endet diese endlose Agonie? Ich muss jetzt mal einen Kopf hier finden. Ah, jetzt wo das Licht aus ist.
Schwierig. Äußerst schwierig. Liegt hier irgendwo einer rum? Ich meine, das eine Bein lag ja auch einfach so rum. Der Fernseher ist auch weg. Was hat der Fernseher zu bedeuten? Was kann ich mit dem denn machen? Notizen gibt es auch keine mehr. Wenn ich da hingucke, ist es da hinten immer wieder zugenagelt. Also mit so einem Gitter. Aber wenn ich reingehe, bumm, verschwindet es. Also ich brauche noch ein Teil für meinen Freund hier drüben. Where is my mind, huh? Irgendwo muss hier ein Kopf sein, sonst würde das Ding nicht resetten. Blutig jetzt. Der Fernseher ist weg. Ich bin im Matschezug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von denen hier einen Kopf runterreißen. Also sie haben alle meines Erachtens normale Köpfe. Ich sehe jetzt aber auch hier nirgendwo einer rumliegen. Wer könnte denn hier meinen Kopf bitte spenden? Jetzt ist wieder kein Blut dran. Jungs. Einer muss jetzt hier mal Initiative ergreifen und einen abgeben. Komme ich hier nämlich aus dem Loop nicht mehr raus. Da hinten geht's weiter. Ich brauche nur den Kopf. Ich benötige nur den Kopf. Wo ist der Kopf, Jungs? Hier resettet es sich immer wieder. Was ist das denn hier? Okay. Abgebrochen. Uff. Der Kopf. Habe ich mir selbst in den Kopf geschossen und jetzt bin ich irgendwie ein N. Oder ein M? Habe ich mir selbst in den Kopf geschossen und liege jetzt irgendwo im Krankenhaus und das ist das, was von meinem Verstand noch übrig ist? Das heißt ja zerbrochener Verstand. Ein M. Ein E und ein M habe ich. Hier steht immer noch Murderer auf der Anzeige. Ha. Murderer, Murderer, Murderer. Wie viele waren es? 4? 5? Also es war auf jeden Fall ein Buchstabe. Entweder ein N oder ein M, das ein bisschen verlaufen ist. Na Jungs?
Hallo. Ja, guten Tag. Wie die mich anlächeln. Gar nicht unangenehm. Die Musik ist weg. Breaking news. Breaking A news. man has reportedly killed his wife in the quiet suburbs of. Police have been called by scared neighbors as they heard shouting and crying, which they thought was strange coming from their house as this has never happened before. Unfortunately, as the officers arrived on the scene, a loud gunshot was heard. Ja gut, echoing die through News the kennen wir otherwise quiet. bereits. Das ist eine alte Breaking News. Also es ist auch keine Breaking News. I love you, baby. Blut verschmiert. The victim, 25-year-old Emily, was described as being happy, outgoing, and full I of look life. behind you. Her husband, 28-year-old Michael, was seen as a quiet but happy and well-adjusted man. Look behind you. Tragedy has come as a big shock to all the people who knew them, since they have always appeared as a cheerful Ich soll nach hinten gucken? Er hat eben gerade Look behind you gesagt, oder? Vielleicht, wenn wir wieder einmal durch sind. Was the cause of Emily's demise. The motive that led to this horrific act is still shrouded in mystery. Was it the sudden Ich will surge of irgendwie nicht uncontrollable anger, mich umdrehen und or gucken. was it the culmination of a long and simmering mental Look behind you. Hier ist nichts. Bis jetzt ist hier nichts. Und ich finde es eigentlich gut, dass hier nichts ist. Oh, verflucht! Sorry, we are closed. Oh, come on. Ich will endlich raus hier aus diesem verdammten Höllenzug. Alles ist so leise plötzlich. Oh, was ist hier? 0, 0, 0, 0, 0. Oder ein O. EOM? Ist das ein O? Ich würde mal sagen, das ist ein O, ne? Ja, es ist nur ein O drauf. Oder eine Null. Wahlweise auch eine Null. Was haben wir denn jetzt? Emo. Emo. Na, ihr seid immer noch gut drauf, Jungs, ne? Ihr macht immer noch Stimmung, immer noch Party. Hallo, guten Tag, meine Fangemeinde hier. Hängen halt ein paar Köpfe jetzt an der Wand. Aber ich habe ja noch gar kein Schloss gefunden. Das ist ja der nächste Punkt. Irgendwann muss hier irgendwo ein Schloss sein oder sowas. Oh mein Gott, was ist das da hinten? Da steht doch irgendwas, oder? Ich sehe, glaube ich. Ich glaube, ich sehe Brüste. Look behind you. Ich habe ein E. Ich habe ein M. Aber ich weiß die Reihenfolge nicht. Gibt's hier überhaupt ein O hier? Oder war das ein N auf der Leiche? Gibt's hier ein N? Demon. 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 Kann das Demon bedeuten? E ist hier auch am Anfang drin.
Oh, wow. Alter, was ist das hier? Ah! What? Alter, leck mich am Ärmel. Run. Ach, auf einmal kann er rennen. Und merkwürdig stöhnen. Hier schwebt ein Zettel in der Luft. Schwebt noch ein Zettel in der Luft. Ein E. Complete you E. Oh, was zum Geier? Oh mein Gott. What? Man muss das Spiel wirklich komplett nochmal von vorne durchspielen, wenn man hier bei diesem extrem widerlichen Ding stirbt. Ich schaue mir jetzt gerade das Ende auf YouTube an. Und zwar, man erschießt dieses Ding mit ungefähr 20 Kugeln, also man muss da richtig reinömmeln. Deswegen wohl auch der Hinweis, spart euch eure Munition. Und dann kommt man hier in diesen letzten Gang rein und dort steht irgendeine Person in einem Raum, der aus rohem Hackfleisch gebaut wurde. Das ist das Ende. Wohlbemerkt, es ist ja auch nur eine Demo. Danach ist man auch wieder am Anfang des Spiels, aber da kommt dann nochmal so eine kleine Breaking News, wo dann eben gesagt wird, ja, hier, Dankeschön fürs Spielen, es ist nur eine Demo, wir arbeiten dran und so weiter und so fort. Gott schütze euch. Ich muss sagen, es ging jetzt ungefähr so ein Stündchen, das Ganze hier, ne? Und wenn man bedenkt, für eine Stunde Indie Horror zahlt man eigentlich bei den meisten so 5 bis 8 Euro. Und hier hat man schon echt für eine kostenlose Demo eine Menge geboten bekommen, finde ich. Und dementsprechend fand ich es schon sehr geil. Ich mag diese Loop Games. Ich finde die richtig spannend und auch die Optik von dem Spiel. Das ist schon alles sehr, sehr cool. Ich bin mal gespannt auf die Vollversion. Werde ich 100%ig spielen. Sehr schade, dass sich das Ende so reingeschnitten gefühlt hat. Ha, verstanden, weil ich gerade das Ende reinschneide. Nee, aber es war auf einmal dieses Ding in so einem komischen, leeren, leicht verbuggt wirkenden Korridor und dann schieß ihm 20 Mal ins Gesicht und Ende. Na, also, es war jetzt so ein bisschen schwach, aber das gesamte Paket war schon sehr cool. Schauen wir uns das nächste Spiel an. Das nächste Horrorspiel ist Insider Thread, ein Spiel, das in der fernen Zukunft spielt und ein Sci-Fi-Setting hat und sowas ist eh schon unglaublich selten. Deswegen dachte ich mir, yo, musst du mit reinnehmen. Müssen wir spielen. Auf geht's. Ist leider kein kostenloses Spiel, kostet aber glaube ich auch nur 5 Euro. Sieht aber auf den Screenshots zumindest sehr geil aus. Bin mal gespannt, wie das Spiel in echt aussieht. Let's go! Es gibt zwei Möglichkeiten. Dass wir alleine im Universum sind oder dass wir nicht alleine sind. Beide Varianten sind sehr, sehr beunruhigend und fürchterlich und schrecklich und... Oh. Na, hoffen wir mal, dass wir nicht alleine sind. Würde ich besser finden. Oder was würdet ihr bevorzugen? Okay, das waren aber keine Aliens, sondern höchstwahrscheinlich Menschen, die an irgendwelchen Menschen rumgedoktert haben. Und da wären wir. Into the game. Ja, die Grafik mittlerweile von diesen ganzen Spielen. Ich meine, das ist ein 4-Euro-Irgendwas-Game. Ne? Dafür sieht's schon... nicht schlecht aus. Was ist das für ein Ort? Ich muss Klamotten finden. Die Tür geht nicht auf. Jetzt. Status. Auf I. Okay, da sieht man Leben und ich brauche Klamotten.
Laborutensilien. Okay, ich soll mich erst anziehen. Ah, da gibt's Klamotten. Wie ziehe ich mich an? Jetzt. Yeah, ich habe Schuhe an. Irgendjemand hat seine Taschenlampe vergessen. Neben all den Leichen und dem Blut. Dr. Sullivan. Autsch. Also ich würde es bevorzugen, so schon mal nicht zu enden. Wo könnte denn Dr. Sullivan sein? Was ist jetzt los? Oh nein, ich kotze auch noch Blut. Ist auch nicht gut. Blutkotzen ist auch nicht so toll. Mach das lieber nicht. Lass das mal lieber mit dem Blutkotzen. Dr. Sullivan. Okay, das ist Raum 3. Dafür benötigen wir auch eine Karte. Neue Aufgabe. Raum 3. Hier drüben ist Raum 4. Was ist das denn hier? Das System ist gesperrt. Okay, irgendwas kann ich da auch noch machen. Was ist mit dem System hier drüben? Ist auch gesperrt. Aber Raum 4 geht. Yo, sind Sie Dr. Sullivan? Wie jetzt? Was kann ich denn hier usen? Nichts Nützliches. Was mit dem Typ hier? Auch nix. Okay, irgendwelche Daten, System, bringt mir aber im Moment nichts. Und der El Jefe hier drüben hat keine Keycard. Ich habe zumindest nichts gesehen. Okay, auch Raum 4 bringt mir nothing. Wo bin ich denn hergekommen? Ah, ja, okay, hier bin ich durch. Da, wo man sich verpurzelt. Gehen wir mal hier lang. Hallo, ist irgendjemand hier anwesend? Exit. Find the access card. Oh, ich hab eine Karte. Wow! Wow! Was ist das? Okay, ich muss einen Weg finden, das Feuer zu deaktivieren. Vielleicht zum Computer. Jetzt habe ich ja hier so eine Disk. Und da stand ja, das wäre jetzt nicht verfügbar, aber vielleicht jetzt, wenn ich die Disk habe, kann ich da irgendwas machen im System. Sprenkler aktivieren. Use. Ha. Ich habe nur diesen Monitor. Aber die Disk muss ja irgendwas bedeuten. Aber hier waren wir noch nicht. Ah, guck mal, ich habe was gefunden. Was? Parasit? Das Gas ist weg. Hier gibt's einen Parasit? Ich will auf gar keinen Fall von einem Parasit. Ich habe eine Fuse gefunden. Das Kühlungssystem. Was mache ich mit der Fuse? Okay.
Okay, ich habe daran rumgedreht. Ich habe noch keinen Sicherungskasten gesehen. Sehe ich irgendwo, was ich eingesammelt habe? Und die Schreie sind neu. Vorsicht vor dem Spratzler hier drüben. Ah, hier brauche ich die Keycard. Da habe ich mich angezogen. Wo haben wir hier irgendwas mit einer Fuse? What? Hier war ich noch nicht drin. Okay, was geht denn hier ab? Hier fehlt mir was. Okay, ich habe zwei Dinge hier abdrehen können. Wo war mein Feuer? Hier fehlt mir Strom. Aha. Hier fehlt noch eine Sicherung. Die liegt nicht zufällig direkt hier davor. Nein? Okay. Hier fehlt mir was. Ventil natürlich, logischerweise. Ich finde das fehlende Teil. Bei dem anderen fehlt mir eine Sicherung. Das Feuer ist immer noch da. Das könnte ich vielleicht mit dem fehlenden Teil beheben. Maybe. Dann habe ich immer noch diese Disk, wo ich keine Ahnung habe, was mir das bringt. Hier ist auch keine Keycard vom alten Doc. Was brauchte ich für Room 3? Auch eine Keycard, ne? Wenn es hier halt irgendwo eine Sicherung gäbe... Was ist da drin? Wichtige Dokumente. Sicherungskasten bringt mir nichts. Ja, dann können wir eigentlich noch was finden im Bereich 4. Was hat uns bei Bereich 4 aufgehalten? System locked. It's locked. Vorsicht. Oh, was ist da oben? Ach, das ist einfach nur Licht. Der Computer wird auch noch irgendwann wichtig sein. Hat aber keine Keycard, der Dude, ne? Kann ich nicht das hier mitnehmen? Da macht er hier wieder das Gas an. Dadurch, dass hier alles so ultimativ dampfig ist, könnte ich natürlich auch easy irgendwas übersehen. Aber sowas wie ein Menü gibt's nicht. Nö. Ist halt wieder so ein Spiel, wo man erstmal wieder tausend Sachen finden muss, um voranzukommen. Das wird irgendwann noch wichtig sein. Ha, wie komme ich denn... Gehen wir nochmal hier hin. Hier geht es auch nochmal weiter, aber hier fehlt mir ein Ventil.
Mir fehlt ein Ventil, mir fehlt eine Sicherung. Das Spiel macht es mir nicht sonderlich leicht. Oh mein Gott, kann man das schnell übersehen. Oh mein Gott. Jetzt komme ich in die 3. Bin mal gespannt, wann die Leiche hier verschwindet. Auf mysteriöse Art und Weise. So, hier war die 3. Ab in die 3. Und da muss jetzt irgendwas geben, das mich voranbringt. Entschuldigung. Wow. What? Dankeschön. Okay, warte mal, läuft jetzt hier was rum? Was war das für ein Ding? Also das eine war ein Mensch, aber der andere war irgend so ein Swamp Thing. Oh Gott, leck mich am Ärmel. Okay, jetzt geht's los. Warte, wo war die Sicherung? Das war hier. Da ist das Feuer. Da habe ich hier noch das Feuerproblem. Uff. Please don't snack me. Das ist eine fette Sicherheitstür. Gib mir eine Knarre. Flammenwerfer, irgendwas. Damit ich happy bin. Jetzt kann ich das hinten zudrehen, aber der Waffe wäre mir deutlich lieber gewesen. Also hör mal, das ist, es ist groß, ekelhaft. Und ballert hier alles weg. Wo kam der denn her? Das ist ein geschlossener Raum. Wahrscheinlich... Ja, das Feuer. Das Feuer ist erstmal bekämpft. Ich brauche immer noch die Keycard von Dr. Sullivan. Werkzeug... Selbst den verdammten Schraubendreher würde ich mitnehmen. Ist besser als nichts. Irgendwas. Okay, das ist wahrscheinlich eine Mechanik, dass ich wegrenne. Und den dann da reinlocke. Ich kann es nicht mehr drehen. Au. 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 Oh, das ist gar nicht gut. Gibt es hier Heilung? Computer gibt's hier. Aber keine Heilung, ne? Kein Medizinkasten oder sowas. Dann gehen wir mal rein ins System. Weißt du, wir sind hier auf so einem... Taurus-Projekt. Oh, woher haben sie all diese Menschen herbekommen und wer hat es verdient, ein Testobjekt zu sein? Okay, Kreis Industries mäßig, ne? Ominöse Firma. Oh Gott! Holy moly! Wo ist er hin? Ach, irgendwann geht das Gas wieder weg. Ist zeitgekoppelt. Oh, was ist das? First Aid. Give it to me, baby. Leichen über Leichen über Leichen. Das sind die Kojen der Mitarbeiter. Maschinen.
Maschinenraum, Labor. Was ist das denn hier? Das sind keine Minen oder sowas, ne? Das ist nur Licht. Erstmal draufgehen. Gut, hier geht's erstmal auch nicht weiter. Und was ist das hier? Ist irgendwas rausgeflüchtet? Weltalltumor? Emergency? Es ist ein Emergency, aber sowas von. Ich gedacht, dass das so groß wird. Oh, was ist das? Nice. Wir haben die Keycard. Da fehlt jetzt was. Da geht's nicht weiter. Oh, verflucht noch eins. Yo, Fetzo. Wow. Teilt mit mir sein Mittagessen. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Ja, willst du auch einen Happen? Ja, klar, warum nicht? Control Room. Okay, da müssen wir auch noch rein. Auch ein bisschen? Ja, klar, warum nicht? Hier dampft's. Gut, halten wir uns an den Plan, gehen erstmal hier hin. Er will ein Terminal, um das Labor zu entriegeln. Was ist jetzt los? Oh nee, ich habe ja schon Blut gekotzt und jetzt kriege ich irgendwelche... Oh mein Gott! Oh nein, ich werde einer von denen. Entweder ich habe bösen Trip und alles in meinem Schädel oder ich werde einer von denen. Scheiße. Oh no, Alter. Irgendwelche Pläne? Passt der da durch? Der passt da durch, der passt da durch. Wo war das Ventil? Da drüben. Friss! Ist geflohen. Boah, nochmal Glück gehabt. Ich hoffe, der rennt jetzt hier nicht permanent rum und ich muss immer wieder zu diesem Ventil rennen. So eine Mechanik mag ich gar nicht. Weil dann hängst du irgendwie so gefühlt random an einem Ort fest und musst halt das einfach über dich hier gehen lassen. Storage. Riesiger Bereich. Irgendwie nichts zu holen. Warehouse Access. Ah, leider kann man ja diese Access Cards super schnell übersehen. Was ist das hier? Da sind irgendwelche Teile drin, die anscheinend wichtig sind, weil die waren eben gerade so glühend umrandet. So, Gambo, ich hoffe, du bist nicht nochmal hier. Schauen wir uns hier mal in Ruhe um. Warehouse. Ja, Heilung brauche ich nicht, oder? Irgendwann muss ich doch irgendwas auch an diesem Computer machen können.
Energy Villa. Power Supply. Es gibt bestimmt im Warehouse. Gut, wir brauchen mehr Energy. Gib mir mehr Energy. Und sorg dafür, dass der große fette Mann nicht mehr wiederkommt. Seemann, öffne dich! Gefunden. Okay, ich habe eine Batterie gefunden. Batteriepack. Schönes Batterie-Megapack. Geben wir dem Schiff hier den nötigen Kicker. Damit es hier richtig Gummi geben kann. Das war hier drüben, ne, wo es rein muss. Kann ich jetzt usen? Ah, hier, das ist das Terminal. Yeah, baby. Okay, ich brauche irgendwelche Proben. Dann können wir uns von hier verpieseln. Storehouse. Aber wo ist mein großer, dicker Freund? Es ist so ruhig. Irgendwie zu ruhig. Labor. Komm rein. Oh, schnell dann. Oh ja, sicher. Wie schnell mussten da sein, dass du da durchkommst? Hier ist kein Gas. Oder habe ich das eben gerade abgedreht? Hallo? Ah, Vorsicht. Komme ich hier nicht durch? Ich komme hier echt nicht durch. Ja. Ganz schön räudig. Im Labor muss es doch ein bisschen Heilung geben. Sehr dringend benötige ich jetzt einen Medizinkoffer. Danke. Oh, das Labor ist ja auch verdammt groß. Ach, echt jetzt keine Heilung? Oh Gott, war so klar. Ich dachte, der hätte eine Probe. Security Lock. Error. Er will ein Terminal. Aber das ist schon mal nicht, weil das hat Error. Heilung, Heilung, Heilung. Ich brauche Heilung. Hier kommt er doch garantiert wieder. Oh, Dr. Sullivan.
Endlich, nach all den Jahren. Ich dachte schon, das wäre ein Mythos. Da arbeitet niemand, der so heißt. Yikes. Hier wurde auf jeden Fall ganz schön gesplattert. Ist hier zufällig ein Terminal? Probieren wir es hier. Oh Gott, oh mein. Alter. Oh. Oh nö. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Ist doch noch für irgendwas irgendwann wichtig. Ich werde doch endlich mal ein bisschen Heilung. Halbes Leben. Sieht nicht gut aus. Warte, wir müssen die Probe hier drüben rausholen. Was ist denn jetzt hier mit der Tür? Danke. Hier hätte man schon mal noch einen Heilkoffer hinstellen können. Ich meine, ich weiß noch, wo einer ist, ne? Einen haben wir noch. What? So. Observation Room. Eine Karte wäre echt ganz gut, denn das ist alles erstaunlich groß. Observation Room hatten wir doch auch. Oder hatten wir da nicht irgendwie mal einen Hinweis? Das war der Bereich, wo der Doc rumlag, ne? Yo. Yo. Observation Room. Es ist ja eigentlich alles ganz gut ausgeschildert hier. Was mache ich jetzt? Ich muss hier eine Runde gehen. Trottel! Ich habe keinen Bock hier drauf zu gehen. Ich habe keine Ahnung, ob das Spiel überhaupt Checkpoints hat. Oh, oh. Oh. Da komme ich ja gar nicht lebend durch. Ich kann mir echt den Heilkasten da hinten direkt holen. Ja, bin ich tot. Ja, der hat mich sonst gefressen. Ah, ich hoffe, das Spiel hat Checkpoints. Sonst wird's unangenehm. Lebensenergie bekomme ich nicht dazu. Moment, wo bin ich denn jetzt? Uff, Heilung. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Red Sample. Ich hab keine Ahnung, wo bin ich? Krankenstation oder sowas. Wie kann hier ein Herzschlag gemessen werden, wenn hier eindeutig niemand liegt? Ist ja niemand. Also woher nimmt ihr den Puls? Das ist das Observation-Ding. Jetzt bin ich bei Hä, was ist meine Mission jetzt? Observation Room. Das ist Observation Room. Oder wie? Ich hätte ja noch dieses Ventil und alles. Jetzt
Jetzt bin ich total verwirrt, weil das Spiel mich irgendwie so ganz merkwürdig rausgedroppt hat. Hier habe ich das Ventil geholt. Okay, lass nochmal in den Dr. Sullivan Room gehen. Ah ja, war mal hier. Observation. Das ist... Ich hatte erst, wir fallen nach unten. Oh, Vorsicht, Strom. So. Ah, ich brauche die zweite Sample. Control Room. Und was gibt's hier? Nur Krankenstation. Okay, hier gibt's gar nichts. Dann müssen wir jetzt den Control Room finden. Hatten wir nicht schon mal irgendwie Control Room auf der To-Do-Liste? Über... Ich weiß gar nicht mehr, wie kam ich überhaupt in den... Nee, irgendwie über Raum 3? Nee, über die... Raum 3 war das erste Monster. Dann... Ich muss dahin, wo es gebrannt hat, glaube ich, ne? Und wo es gebrannt hat, war... Hier durch... Hier rum. Ach, leck mich doch. Boah! Okay, du bist instant tot. Das ist nicht cool. Hast du ja gar keine Chance. Tot. Ja, aber da müssen wir hin. Wir müssen ihn nur irgendwie loswerden. Aber wie? Okay, die Keycard habe ich, ne? Find the control room. Autsch. Oh, what? Huh. Das Vieh nicht da. Was ist das hier für ein Bereich? Ich weiß noch, hier irgendwie... War das nicht irgendwie in der Nähe von... Von Engineering? Jetzt find mal den... Control Room. Hier war das Storage House. War es beim Storage House ganz hinten? Ich hol mir jetzt erstmal den Heilkasten da oben. Wenn er noch da ist. Ja, das Spiel war wenigstens so nett und hat den da gelassen. So, ich bin voll geheilt. Jetzt wäre eine Karte echt gut, weil ich gerade wirklich sehr auf dem Schlauch stehe. Wo Control Room war. Das andere war ja Labor. Da hinten war das Warehouse. Und irgendwie war nicht beim Warehouse ein Ende mit irgendeiner Tür mit Control Room. Hier ist nur Lager, hier ist auch Lager. Hier geht's zum Warehouse. Schön rein in Dampf. Ah ne, hier kam das Vieh. Muss es irgendwo im Laborbereich sein. Who the F is the control room? Ist die Frage. Da merkt man aber auch bei dem Spiel, wie schön man Dinge kaschieren kann mit ein bisschen Nebel. Ein paar schöne Beleuchtungseffekte. Partikel, die durch die Luft wirbeln. Da kommt direkt irgendwie ein anderes Feeling auf, wo man denkt, oh ja, ist doch ganz schick. Das Auge ist eben doch mit. Ah, hier, Control Room. Da war das. Emergency? Hat der mir doch den Kopf vor die Füße geworfen. Ich
Ja, und das wird das Finale sein. Ist das dann da oben Security Lock. Was ist denn hier Control Room? Ja. Endlich gefunden. Irgendwas jiggelt hier. Was geht hier? Let's go. Oh, ich kann zu den Emergency. Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn. Ich dachte, erst brauche ich hier die Heilung. The Cure. Es jiggelt dann hier noch rum. Ach, keine Ahnung. Mich geht's auch nichts an. Jiggelt gerne alleine. Es geht mich ja auch im Grunde nichts an. Den Kopf hier wegtreten? Nee. Lack of energy. Find fuel. Ja, wie finde ich fuel? Finde ich jetzt Fuel. Wo ist das Fuel? Ich muss ja immer noch was zusammenpunchen im Labor. Also hier geht's schon mal nicht weiter. Das ist auch nichts. Warte mal, wenn ich nochmal zu dem Cockpit-Bereich gehe. Das war Labor. Control Room, genau da. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Eine Keycard oder ein Serum? Kann man da durch? Da kann man durch. Brauche ich hier ein Ventil? Nee, aber es sieht aus wie so ein Ventil-Ding. Oh, und ich mach's weg. Jetzt kommt wahrscheinlich das Monster. Eine Crowbar habe ich gefunden. Okay, wir schauen uns hier noch um. Ah, hier kommt es zum Einsatz. Ich habe nur gesehen, dass hier was leuchtet. Oh oh. Jetzt muss ich also wieder zurück. Ah, ins Labor. Unterwegs werde ich wahrscheinlich gefressen. Ah, Vorsicht. Spratzel dir hier die Fresse nicht weg. Was ich ganz nice finde, ist, dass ab und zu sich irgendwas verändert, dass eine Leiche irgendwie zerfetzt wird oder so. Das ist eigentlich ein ganz nices Detail. Geht's zum Labor. Hier geht's zum Observation Room. Hier ist Hans Dampf. Was zum... Oh Gott! Alter, was war das? Ging wie ein Hühnchen. So, jetzt bin ich bei dem
Brandding vorbei. Ich wieder hier durch. Vorsicht, wenn ich das berühre, bin ich wieder fast tot. Bin ich jetzt geheilt? Ja, aber da fehlt mir doch noch Treibstoff, oder? Fehlt mir da nicht einmal Treibstoff? Da waren doch auch so zwei Kartuschen. Yo, geil. Eigentlich irgendwo was? Nee, war nix. Mist, verlaufen. Ah, ich bin tot. Ach, mies, Alter, mies. Bin ich jetzt? Das ist meine Aufgabe. Emergency-Kapsel. Auch irgendwie, also das hätte man sich sparen können zu sterben. Also man merkt schon, dass es ein Trash-Game ist. Auch wenn es augenscheinlich erstmal ganz schnieke aussieht, auch wenn das alles wieder natürlich Blender-Mechanik ist. Und ich find's krass, wie ultra fair das Spiel dann auch irgendwie ist. Oder was heißt fair? Er spawnt hier, hier wäre die Rettung gewesen, kannst aber auch nicht an ihm vorbei. Aber ja, es geht halt einfach schlimmer, ne? Control Room. Von da aus hier hin. Also es war auf jeden Fall nicht das schlechteste Spiel. Die Jumpscares haben wenigstens... Ein paar haben wenigstens ganz gut gezündet und er hat sich übertrieben und so. Ja, und wo finde ich die? Wo finde ich die Fuel Cell? Ich habe auch keine Lebensenergie mehr, sehe ich gerade. Oder ist die voll? Nee, die ist voll. Wo finde ich die Fuel? Lack of Energy. Gib mir mal Infos. Ich drücke immer Escape, weil ich denke, dass ich ein Menü habe. Labor, das bringt mir gar nichts, das Labor. Wo könnte jetzt noch... Ja, wenn dann im Storage-Bereich, ne? Wenn ich irgendwo sowas lagern würde, dann im Storage. Ah, come on. Komm schon, Bro! Wo ist der rettende Dampf? Ist er weg? Nee, er ist nicht weg. Yes. An derselben Stelle nochmal. Ist auch die einzige, die ich irgendwie so im Kopf behalten habe, wo man dampfen kann. Lass dir Zeit. Geht ja nur um Leben und Tod. Okay, den habe ich jetzt nochmal hier hinten getriggert. Das ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Indiz, dass da was sein könnte. Haben wir nicht auch noch so einen Raum gesehen hinter einem Gitter? Jo, der da. Ah, mit dem Brecheisen. Ja, logisch. Ja, logisch.
Damit kann man das aufhebeln. Das war ja noch so eine Stelle, wo ich gesagt habe, ey, was ist denn dahinter? Kann man da nicht irgendwie ran? Ist das wichtig? Jetzt weißt du auch warum. Da ist wieder Control Room. Was hat zu den Kapseln? Der Schädel. Das ist mein bester Freund. Hashtag Schädelfreund. Wow. Was nu? War da irgendwas noch zum Dampfen? Sprit rein. Knopf drücken. Beeil dich. Und tschüss. Nach ein paar Tagen hat mich das Rettungsschiff endlich gefunden. Oh, sogar eine Cutscene. Also ja, es war nicht unbedingt, wenn das überhaupt das Ende ist, vielleicht geht es ja auch weiter. Es war nicht unbedingt das schlechteste Spiel. Es war auch nicht gut, es war okay. Okay, die Impfung hat gewirkt. Und ich bin nur ein Nebenprodukt. What the heck? T24. Direkt ins Auge, direkt in den Augapfel rein. Ja, ein spanischer Entwickler. Ja, war ganz nett. War ganz nett. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's für heute mal wieder. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Noch einen kleinen geheimen Hashtag für alle, die vielleicht jetzt irgendwie sagen, ich habe es mir bis zum Ende angeguckt, wo ist mein Cookie? Hashtag Cookie in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie oft ich das lesen werde. Vielleicht kriegen die Leute auch ein Herz. Die Leute, die Cookie schreiben, kriegen ein Herzchen. Bis zum nächsten Mal. Bussi, bussi. Tschö. Und bewerten.